So müsste der jetzt hier fest. So auf diese. Können wir den nicht aber hier hinter und damit festmachen? Dass ja. Der nee, dass der kürzer ist, ja, dieser hier. Was ist. Filmt er schon wieder? Ich glaube ja. Ja, das wäre jetzt wieder eine Folge. Moin. Moin. Das schleicht er sich hier so ran, ne? Ja. Du? Das ist gar nicht gemerkt, du. Nee. Der Kameramann, das ist ein Fuchs, du. Ne, ist eine Folge, ne? Ja, wir wollen den Motor auseinandernehmen. Zerlegen. Zerlegen, das Getriebe vom für die Instandsetzung. Obwohl, wir haben ja gesehen, der Motor ist eigentlich in Ordnung. Wir könnten ihn ja einbauen. Der hat ja was gesagt. Ja, er hat ja gewollt. Aber wir wollen das ja lieber ordentlich machen. Ja. Der wird einmal zerlegt, dann gucken wir die Kolben an, ob die gut sind. Wenn die Kolben gut sind, dann kommen ja nur neue Ringe rauf. Der wird einmal durchgehohnt. Der kriegt neue Ventilsitze, gehärtete. Ja. Wegen Bleifrei. Ja. Neuer Vergaser kommt da rauf. Ja, wir machen schön Edelbrock-Tuning. Ja. Aber oh, wenn der jetzt hier drüber kommt. Und so. Der. Jetzt ist er schön kurz. Ja, ne? Guck mal, den hier mit dem Schäkel fest und dann. Ja. Und hier auch noch einen Schäkel durch. Ich habe die Verteiler schon mal gelöst. Wir können den eigentlich mal rausziehen. Ja. Mach mal die Zündkabel ab. Ich mache meine auch mal ab hier alle. Kommt der Iris neu, ne? Ja. Wo die überall lang liefen hier, die Kabel. Ja, unglaublich. Kann man ein bisschen edler verlegen, ne? Auf jeden Fall. Ach, die können wir ruhig alle abmachen. Brauchen wir den Kabel noch. Das ist ein bisschen gemein zu ihm, ne? Das war gemein, ne? Das war jetzt gemein, ja. So ein bisschen mit Sorgfalt, ne? Bitte. Drück den mal weg da ein bisschen. Brauchen wir ein bisschen Licht? Soll ich mal Licht holen? Ne, das habe ich ihn. Und dann ist er noch. Da ist ein Kabel. Das ist ja er hier. Ja, hat er eine Klemme da oder was? Ne, er muss abgeschraubt werden. Du hast ja einen neuen Nusskasten gekriegt, ne? Ja. Toll. Hast du dir verdient, ne? Hab ich mir verdient, ne? Mhm. Hast mir besorgt, ne? Ja, hab ich besorgt. Aber schön, wenn man so ein neues Werkzeug hat, ist klasse, ja, ne? Du hast dich ja gleich aufgeregt, dass ich das überhaupt benutzt habe. Ja, aber irgendwann muss es ja mal so weit sein. Man muss es ja mal benutzen. So, der ist jetzt lose, wa? Ja, da haben wir ihn. Das ist der Zündverteiler. Ja. Also das kannst du schon mal Bauteil weglegen. So? Ja, passt. Passt in die Katzenfutter, du. Mhm. So, jetzt geht das hier weiter. Oh, jetzt müssen wir hier aber was tun. Ja, ich bin sofort bei dir. Damit hier kein Dreck reinkommt, wollen wir den mal lieber hier zumachen. Obwohl, wir nehmen den Motor eh auseinander, aber... Trotzdem. Ich mach mal da einen Lappen rein. Ich nehme den hier weiter auseinander, ich mach mal die Zündspule ab. Obwohl, wir müssen es ja erstmal an das Getriebe, ist wichtig, ne? Ja. Du kannst dich mal drum kümmern, hier diese schon mal alle lösen. Die Glockenschrauben, das 17, glaube ich. Das muss ich jetzt aber nicht mit Druckluft machen, oder? Nee, wenn du das... musst du nicht. Andi, weißt du, wie die das gemacht haben? Das ist ja eigentlich ein amerikanischer Motor, aber für den deutschen Markt. Hat er dann jetzt metrische Schrauben oder ist das so ein Mischmasch? Hat er beides? Nee, der ist durchweg, ist der metrisch hier. Ja? Ja, da ist nichts mit. Wenn ein deutscher Opel General Motors Motor, da siehst du auch hier, alle sind gängig. Das ist entweder 14 oder 13. Aber das sind die, alle, dann die für den deutschen Markt, die alle metrisch gemacht. Ja. Das ist ja auch krass. Das ist ja ich habe ja einen Chevy Motor, da sind alle Schrauben. Also der zum Beispiel im Heli Motor, der das drin ist. Das ist ja auch ein Diplomat Motor, den du da drin hast. Ja, das ist nur das Gehäuse, was ich noch habe. Aber die ganzen Anbauteile, das ist ja alles so. Tuning-Teile von Edelbrock. Aber haben die auch metrisch gebaut? Nee, die haben alles Ami. Das ist toll. Ach, hier ist noch so ein Blech drauf.
Das ist doch wiederum 13. Die ist aber fest hier, du. Wo ist denn die Knarre, die deine, die dicke? Ja, gib mal. Ja. Da ist noch eine. Ob das Getriebe nur in Ordnung ist, weiß man ja auch nicht, ne? Nee. Aber da muss man es einfach drauf ankommen lassen, würde ich sagen. Ja, was geht an diesen Getrieben denn kaputt? Das Verschleiß. Oh. Was verschleißt denn noch? Die Bänder, diese, da sind ja so Bänder drin. Und der Wandler an sich, ist der auch verschleißt? Nee, Wandler eigentlich nicht. Aber es hat manchmal auch was mit Dichtung zu tun. Und Öl. Da sind ja so, da ist ja ein Gehirn drin. Ja, ich weiß. Hast du das mal gesehen? Ja, das ist total abgefahren. Da ist ein Gehirn drin. Ich habe das mal auseinandergehabt, sowas. Hast du das wieder zusammengekriegt? Ja, nee. Nee. Das ist ganz schön. Wir müssen den anheben, ich komme nicht an die Blechschrauben hier ran. Der Anlasser muss ja raus. Ja, aber. Sollen wir es mal versuchen, ob er sich über. Ja. Wie er jetzt hier, wenn du ihn hochmachst? Ich geh mal weg. Liegt der da hinten dahinter an, wie er soll? Ja. 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 Nee. Komm ein bisschen mit dem Arsch hoch, ne? Wir können aber hier einen Balken unterlegen und ihn dann wieder absetzen. Weißt du? Da einen Balken unter und das Getriebe und unter die Ölwanne dann auch gleich einen Balken. Ja. Und dann auf Zug lassen. Dann ist er ein bisschen höher und trotzdem stabil. Wir wissen ja nur, dass wir hier unter hinkommen. Ja, ist klar. Nee, pass auf, dann lieber diesen Plastikrollwagen weg, weil die Räder schon kaputt sind, weil der Motor zu schwer ist. So, jetzt kommt die blaue Palette weg. Die ist nämlich sowieso kaputt. Kommt da raus. Mit der können wir ja arbeiten. So. Hier haben wir ein bisschen Putzlappen. Was hat er denn jetzt vor, Jörg, genau? Vor nur, ja, nicht. Was hat er denn vor? Er, ne? Wenn das Getriebe nachher ab ist, dann können wir nachher auch einen Motorständer nehmen. Wir haben nämlich auch einen Motorständer. Ja. Und da kann man den Motor dann ranschrauben. Mit Getriebe ist immer schwierig. Ja, geht ja auch nicht, ne? Der Motorständer hat ja die Verschraubung da, wo das Getriebe drin ist. Und deswegen muss das Getriebe erstmal runter. Deswegen müssen sie erstmal einen abkrampfen. Er muss eingehakt werden. Ja. Mal gut. Was eine Funktion hier, du. Funktionspunk nennt sich das. So, und ihn hängen wir daneben. Dann machen wir eine Schlaufe und dann kommt er wieder zurück. Wie sollen wir hier durch die Wasserpumpe? Kommt er durch? Ja, das wäre natürlich genial. Ich will den nicht so weit außen da. Das ist immer nicht so schön wegen der Wellen, ne? Oder ist egal? Nicht durch. Nee. Aber kannst du ruhig. Ja? Ja. Wir haben ja nicht so viel Gewicht, ne? Ich mache ihn mal dazwischen. Gib ihn mir mal, bitte. Hessing? Gib ihn mir mal. Ich habe ihn. Ja, ist gut. Läuft. Ja, gib mal Leine. Jo. Das sieht gut aus. Ja. Jetzt sind wir schon in Waage. Soll ich mal hochmachen? Sehr schön. Können wir damit arbeiten? Ja. Ja? Wir lassen ihn so rumlüngeln. Ist jetzt. Und mit Schrauben? Na gut, vielleicht können wir auch. Wenn wir das Getriebe, guck mal, dann können wir nachher das Getriebe, dann müssen wir ein bisschen abstützen und dann nehmen wir den so. Wir können auch was unterstellen nachher. Machen wir mit dem Hubwagen. Ja. Oder kannst du ihn jetzt zur Beruhigung mit dem Hubwagen ein bisschen festdrücken? Ja, so hoch kommt er ja nicht. Wir können ja hier so eine Stützen unter machen. Nee, das ist zu klapperig. Nur, dass er so ein bisschen. Das wird nichts. Dass er nicht hier den. Wie macht er? Den machen kann, weißt du? Wenn du dann rumschraubst, da müsste was unter, was ein bisschen höher ist.
eine Kiste oder so. Mhm. So meinst du? Mhm. Und dann runterlassen, aber ich will ja unsere Stehhöhe hier nicht vermindern. So, jetzt kannst du wieder weitermachen. Das ist ja die komplette Blechwanne hier. Die, ne? Muss runter, das genau. Blech. Und dann kommen wir an die Wandlerschrauben ran. Was? Schraubst du um meinen Finger rum? Ja. Hier diese blöde Ölkühlerleitung. Die hier. Kommen wir da dran vorbei? Nee. Wo, also der Halter ist ab hier von der Ölkühlerleitung. Bei dir müsste oben noch eine Schraube sein. Hier, nimm mal. Wo denn? Weiß ich nicht, da oben am Ende irgendwo müsste noch eine sein. Oh, da komme ich mit der Knarre nicht ran. Doch, oder? Oh, doch. Ah, gib dir mal ein bisschen Mühe, ne? Ja. Nicht gleich sagen, hier komme ich nicht ran, geht nicht, tschüss. Ach, glaubst du, dass ich so eine Einstellung habe? Du? Ja, hörte sich gerade so an. Nee, geht nicht. Ne, komme ich nicht ran. Ich muss nach Hause. Tschüss. Nee, ich gehe nach Hause. Tschüss. Ich schreibe das in die Dose rein, ne? Dass das hier die Wandlerblechschrauben sind. Ja. Sonst wissen wir das ja nicht mehr. Das sind ganz normale M6-Schrauben. Sollen wir die alle neu machen? Ja, die müssen wir alle nachher wieder nehmen, die Schrauben. Warum? Ja, guck dir das mal an. Das ist doch, was du so gesagt hast. Das ist doch zwittermäßig. Ist gemischt, ne? Hier ist eine Zollschraube. Ja, das ist auf jeden Fall keine M6. Die sehen so komisch, so unproportional aus. Ja, ich, ne? Sag mal Holzschrauben dazu. Ja, so wie ein Holzgewinde. Ja, ne, so grob, ne? Ja, und der Kopf ist so klein. Ja. Okay, Wandlerblech. So, jetzt kann das Blech ab. So, die ist ab. Ich glaube, das Blech kommt man, das kann man da hinter biegen. Den erstmal ein bisschen vor. Ups. Die war sowieso abgebrochen hier. Jo. Deswegen ist das auch egal. Ja, die Leiter ist sowieso neu. Guck mal auf deiner Seite. Da ist ja auch noch die Ölleiter. Hier. Die hier. Ja, die stört. Kann man die abschrauben? Voll krampfig, ne? Meine Güte. Geht doch. Die müssen wir den Motor immer drehen. Da sind jetzt 6 Schrauben, glaube ich. Die müssen alle ab. Okay, damit ist dann aber nur der Wandler dann lose. Und das Getriebe müssen wir danach dann lösen. Und dann bleibt der Wandler auf dem Motorgehäuse. Und sonst ziehst du das nämlich alles mit dem ab. Und das wollen wir nicht. Der Wandler soll, der muss am Getriebe dranbleiben. Getriebeglocke. Das ist aber eine neue Dose dann jetzt. Ja. Guck mal, wie das alles so verwachsen ist. Boah, Alter. So sieht mein Bolin-Motor auch aus. Da ist so eingemummt in Ölschlorz. Hier muss wieder was rein, unbedingt. Du hast da nichts. Ja. Warte, ich hole mal neue Tücher. Hier ist neu. Dass da nichts reinkommt. Und die können wir eigentlich auch abschrauben hier, diese. Stören diese blöden Leitungen. Oder wir knipsen die ab und knipsen die zu, dann können die erstmal dranbleiben. Sonst hast du ja wieder Löcher da drin. Ja. Weißt du? Mhm. Dann sind die aus dem Weg. Ich hole mal eine dicke Zange. Gehst du mal. Jetzt spritzt du hier mit dem Öl. Oh, Mist. Schwindjagd, Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. So. Auch zu. Wo geht die denn lang? Die geht da zu deiner Seite irgendwo, ne?
Habe ich jetzt abgeknipst. Ja. Kommt auch weg. Kommt gleich ein Schrott. So. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine Wandlerschrauben sind. Da brauche ich mal einen Montierhebel oder so. Kriegen wir den Motor jetzt gedreht, Jörg? Wo hatten wir den letztens gedreht? Ja, aber kriege ich das eigentlich mehr gut. Ist da nicht eine Kante bei dir, dass du das Rad drehen kannst? Schiede, ne? Wo kann man den dann noch an? Ja, vorne an der Schwungscheibe. Da ist sie. Weiter? Halt mal an, die ist gut. Kannst du auch mit einem Druckluft machen, wenn du willst. Nee, ich hab schon. So, und dann ein Stück weiter wieder. Warte mal. So, weiter. Weiter. Da, stopp. Oh. Warte, ich drück gegen. Gut. Ich glaube, das sind nur 3 Wandlerschrauben. Da ist die ganze Power drauf. Echt? 3 Schrauben. So. Dreh noch mal zur Sicherheit weiter. Wegen der Sicherheit, ne? Guck ich mir das noch mal an. Ne, ist ab alles. Hast du noch eine Tonnuss hier. 14 oder 15. Ist die große? Für die, nee, die für die. Oh, der geht auch. So, der muss los jetzt. Tatsächlich eine 8er und eine 9er Mutter hier. Aber hier sieht man das schon, dass der Simmering von der Kardanwelle hier. Der kaputt? Der hat gepisst. Du, das merkst du, wie saftig das hier ist. Ja. Vielleicht sollen wir das Getriebe auch mal zu einer gewissen Person bringen. Ja, meinst du auch mal überholen, wa? Mhm. Weißt du, was das für eins ist? Ja, das ist ein TH. 350? 350, glaube ich. Hältst du mal den Beasel hier? Ja. Kannst du mal den Beasel fest? Den Beasel? Und den mit abdrehen dann? Du hättest auch unten die Zentralschraube abschrauben können hier. Dann hättest du das Ding nicht im Weg gehabt. Wolltest du mal wieder schlau reden jetzt? Klugscheißen oder was? Ich dachte, dir fällt das auf, aber ist dir nicht aufgefallen. Ich habe mir aber gedacht, das kommt gleich wieder alles ab. Ja, hast du auch gut gedacht. Ja, hör mal auf, ne? Da ist es ab, ne? Da ist es ab. So. Da ist er doch schon. Ja, so, aber der. So, der Wand ist drin, so genau wie es gehört. Ja. Das. Und er liegt jetzt hier drauf. Er ist lose. Ah, geil. Hättet ihr schon eine Schale vorbereitet? Ich benutze jetzt auch immer die Schalen. Ja. Ganz viele. Ja. Bin ich völlig verschalt schon. Bist du verschalt? Ja. Brauchst du Nachschub? Ja, ich brauche neue. Mhm, kriegst du. Sieht auch noch gut aus. Ist auch noch gut, ne? Ja. Keine Abnutzung vom Anlasser? Sauber. Der kann weg.
Der ist ja kaputt. Hier ist eine Schraube. Ja. Ach ja, der hat ja hier bestimmten Transportschaden. Sag mal, beim Heli ist die Wasserpumpe auch so gebaut? Du hast doch so ein Alugehäuse, oder? Ja, das ist ja eine High Performance. Ach so, Edelbrock, ne? Ja. Das ist aus Alu, ne? Alles? Die sind aus Alu, ja. So eine passt aber auch ran. Ja. Das sind so viele Sachen, die man weglassen kann. Ja, ne? Das ist alles so ein überflüssiger Scheiß hier. Muss abgespeckt werden. Ja, allein das hier, wie viel Zahnriemen. Ja, der hat ja wahrscheinlich Klima, ne? Ja. Und das braucht Lenkung, das Servo. Vielleicht ja. Auch. Ja, kann auch sein. Hat er bestimmt gehabt, Servo. Und ein Visco-Lüfter. Hier die Wasserpumpenschrauben. Ja, ich brauche eine neue Schale. Geht los. Also da muss immer eine sein. Die ist auch ab. Die ist ab. Aber hier unten ist bestimmt irgendwo eine, oder? Nee, sind eigentlich nur die. Echt? Mehr ist das ja nicht. Ne? Danke. Da braucht man eigentlich einen Abzieher. Für den lassen wir dran. Ja, wollen wir die Schrauben da wieder reinmachen? Ja. Ist das auch Zeug? Da habe ich einen Abzieher zu Hause für. Ja? Ja. Die kriegst du so nicht runter. So, hier hast du noch ein neues Fach wieder. Ja. Ist der nur mit drei Schrauben fest oder was? Nee, vier. Wo ist denn die vierte Schraube? Die. Ich habe hier nur drei. Ach da, das Ach ist so. Die Mutter. Die ist gerade runtergefallen. Das Ding dreht mit, ne? Im Gewinde. Ja, ja. Der ist richtig fest, du. Wir sprühen mal ein und dann lassen wir ihn über Nacht mal einwegen. Ja, oh wow. Sollen wir hier vorher sauber machen? Ja, ich würde sagen, hol mal den Sauger. Ja, ne? Das ist alles schön. Selbst wenn das neu kommt, ist es ja, unschön. Oder meinst du, das sollen wir dran lassen wegen der Reinigung vom Motorblock? Oder ist das egal? Das ist egal. Das kommt das egal. Läuft sowieso alles überall das, rein. Ne? Das kommt sowieso alles auseinander. Du. Ba, 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 ba. Oh, der sieht ja sauber aus. War toll. Der ist gar nicht zugegloddert. Das geguckt und so. Gar nichts, du. Das aufsandet da nicht so rein. Der wird doch sowieso auseinander. Trotzdem, das ist nur hör auf, Mann, das ist vom Gefühl her. Das ist nicht so schön. Hier willst du auch nicht machen. Nein, das hast du nur gemacht, um mich zu ärgern. Ja, natürlich. Ja. Wir brauchen eine neue Kiste. Schon wieder eine? Ich komme gar nicht hinterher mit dem Spinne Beschriften. Musst du darauf schreiben. Was? Spinne. Also eine Ansaugspinne ist zum Beispiel dafür da, um jetzt 8 einzelne Brennräume zu verteilen, die von praktisch einem Vergaser ausgehen in 4, in 8 Kanäle. Und man nennt das Spinne, weil es so spinnenartig zu beiden Seiten ja. weggeht. Ja. Deswegen ist es eine Ansaugspinne. Ansaugspinne, so. Guck mal. Wie schön. Oh, das sieht ja auch wirklich noch sauberer aus, die Seite. Ja, echt, ne? Ja, toll. Echt toll. Ist hier ein Datum eingestanzt irgendwo? General Motors. 56. Nach der Nummer kann man bestimmt rausfinden, was das ja. für einer ist, ne? So, jetzt müssen wir sehen, dass wir die hier loskriegen. Ne? Ich habe das aber oft schon, wenn so Schrauben verknabbelt sind, der Kopf ist weg. Dann habe ich auch immer eine gute Lösung, dann schweiße ich da einfach eine neue Mutter drauf. Ja. Anpunkten oder so. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Oder wenn ein ja. Stehbolzen abgerissen ist. Ja. Ne? Solange du noch ein kleines Stück hast,
Klasse. Kam er? Ja. Er? Kam er? Ja, der Schraube. Schön. Oh, da muss ich sauber machen. Diese, der Dreck. Die Spinnschraube noch. Ja. Der Dreck ist historisch, der kriegt schon ein H-Kennzeichen. War die Spinne rot lackiert? Mhm. So wie der Motorblock, ne? Jo. So, sollen wir mit dem Gummihammer mal draufhauen? Oh, Gummihammer. Ha. Ha. Ne? Ha, ha, ha. Da ist der Gummihammer. Nee, das bringt nichts mit so einem Gummihammer. Bringt nichts? Ist fest. Ja. Kriegst nicht ab. Scheiße. Guck, geht nicht. Ne, sehe ich schon. Dann lass. Ja, dann nicht. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Tschüss. Nee. Hoch. Warte mal. Oder mit einem Stück Hartholz und einem dicken Hammer. Ja, hier so unter die Kante. Ja, da hat man ein bisschen mehr Macht als mit so einem Gummihammer. Ja. Ist schon lose, ne? Ja, denn die andere Seite nochmal. Aber da kommt man nicht so gut ran, oder? Vielleicht. Ja, ist aber ist schon lose. Mach doch mal das mit dem, was ich sagte hier. Das mit dem, oder kriegst du die jetzt so angehoben hier? Ja, ist schon ab. Da ist das Schwein. Da ist sie. Warte. Oh, Alter, guck mal hier. Ja. Krass, ne? Wie sich das so zusetzt. Ja. Wieso was denn? Ich kann das nicht mehr halten. Oh, so schwer. Nicht loslassen. Oh, ist die schwer. Komm, wir tragen die beide. Und dann legen wir die hier zur Seite. Die Köpfe lassen wir jetzt aber drauf. So? Ja. Geil, ne? Da hast du in der Mitte die Welle. Mhm. Und die kippelt die ganzen Dinger in die Reihe. Wollen die noch abschrauben? Ja. Soll ich noch mal abschrauben? 13 ist zu groß. Da irgendwie 12er ist das oder so. Aber weißt du was, Jörg? Jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt machen wir den noch schön sauber, den Motor. Ja. Und wir gehen jetzt auch mal in Feierabend rein. Finde ich auch. So? Ja. Oder ist noch los? Nö, ich bin jetzt auch fertig. Womit fertig? Mit der Arbeit. Mit dem Gehirn oder so? Ich bin fertig mit dem Gehirn. Ja, und das Schöne ist, dass der Commodore ist, die Karosserie ist vorbereitet zum Sandstrahlen. Der Motor ist vorbereitet, dass wir den zur MMK bringen können. Ja, das Getriebe, das müssen wir noch mal gucken, was wir damit machen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie so ein Überraschungsei, ne? Mhm. Du weißt nicht, was du kriegst. Ist die andere Schraube auch wieder reindrehen? Nee, eigentlich nicht. Was sind das für ein Gewinde? Aha. Das ist schon wieder so ein Zoll. Ja, dreh das lieber wieder rein. Ich hab so eine Schrauben zu Hause. Hast Angst, ne? Ja. Hier geht das große Schraubengesuche los. Der kann auch noch raus, der Öldrucködel. Kommt da neuer rein? Nee. Alter, das Ding eingemummt in Altöl und Straßendreck. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Dafür rostet er nicht, ne? Der hat keinen Sechskant. Nee. Aber ich glaube, der war noch nie auf. Die Schrauben haben auch noch rot lackierte Köpfe. Wie der Block. Kann ich mir gut vorstellen, dass der noch nie auf war. Du. Oh. Mhm.
Ist jetzt ein Motorblock gefallen? Ja. Danke. Gehen die eigentlich kaputt? Selten. So, jetzt muss ich meine Hände mit den großen Lappen abwischen. Ich habe auch andere. Ja. Ja, ich mache die nur so klein, weil ich eher so kleine Sachen sauber mache. Ja. Und dann sind die immer zu lang. Dann hast du immer so ein Schecksele. Lass mich doch in Ruhe. Nee, aber mir reicht ja der große Lappen hier. Ich wollte gerade einen größeren geben, aber dann nicht. Lass mal, du. Wunderbar. Und haben wir auch nicht viel geschafft, so haben wir doch den Tag verbracht. Ja, das stimmt wirklich. Ich finde aber, wir haben viel geschafft. Oh, ist aber auch schön, ein bisschen Ölschrauberei. Also vermisse ich manchmal ein bisschen, weil ich ja dadurch, dass ich so viel mit Blech mache, mache ich ja wenig mit Motoren und so. Ja, deswegen ergänzen wir uns ja auch so gut. Ja. Ne? Finde ich auch. Ich mache ja lieber das Ölige. Ja. Und du das Blechige. Das Blechige. Ja. Du schwimmst im Blech und ich im Öl. Ja. Das ist doch schön. Beim Kozlowski fand ich das toll. Da hast du doch den Motor und dann auf dem Motordrehding da und alles schön rangebaut und ganze Neuteile. Oh, und das hat auch Spaß. Und dann hätte ich gedacht, oh, Alter, ich krieg den Scheiß wirklich nie zusammenkriegen. Allein mit den ganzen Schrauben, Einstelldaten und Kleber und dass das nachher auch alles dicht ist und so. Aber das ist richtig toll geworden. Echt. Ja. Das ist eine gute Ergänzung, würde ich sagen. Echt, du. Und weißt du noch, wie ich die Zündfolge vertauscht habe? Und ich war mir so sicher, dass ich das richtig Alter. Gemacht habe. Oh. Und den Liefer nicht anfangen. Doch, so ganz beschissen. Ja. Da waren zwei Kabel vertauscht. Ja. Ich blöd, Mann, du. Alter, und Jürgen, und am gesagt, rumreißen. Nein, habe ich gesagt, das ist richtig. Ja, genau. Boah. Ja, das kann nicht sein und der muss laufen. Und und irgendwie so nach zwei Stunden. Und dann immer durchgeguckt, so. Alter, ist nicht dein Ernst, ne? Das sind zwei Kabel vertauscht und du so. Das war peinlich. Ja, aber gehört auch dazu. Ja, das gehört dazu. Guck mal, wenn du es nicht vertauscht hättest, dann hätten wir ja keine Geschichte zu erzählen. Nee. Dann würde man so, ja, nee, ist alles gut gelaufen, langweilig. Aber sonst hat der Motor ja, glaube ich, gut gelaufen. Voll, von Anfang an. Wir sind dann rausgefahren und über den Hof gleich einen schwarzen Streifen gemacht. Oh, voll geil. Schön. Ja. Schöner Erfolg sogar. Ja, das wird mit dem auch so sein hier. Ja. Ne? Da gehe ich aus von. So, wir wollen den Feierabend, ja. Kameramann. Schön, dass du Kameramann auch mal hier war, ne? Ja. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Hoffen wir. Uns hat's gefallen. Und wieder was vorangegangen. Ja, ich glaube, wir haben immer mehr Spaß wie die. Oh, zugucken macht auch. Wie die Spaß. Da. Die da auf der anderen Seite, oder was? Mhm. Ja, was soll man sagen, ne? Ja, schönen Feierabend. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ja. Ahoi die Brause und so weiter. Tschüss. Tschüss. Puh, hallo, hier ist Herr Röhrig. Ich wollte mal was anmerken. Mir ist zu Ohren gekommen. Das mit der Glockendrückezahl ist zu wenig. Wir brauchen mehr. Und das mit der Abonniererei, das muss auch mehr werden. Der Kanal. Der leidet. Wir sollen sehen, dass die Abonnentenzahlen höher werden. Also, streng euch an, sonst werde ich böse. Abonnieren und Glocke drücken. Und das mit den Kommentaren, das könnte auch ein bisschen mehr sein. Wir reißen uns hier den Arsch auf. Und was macht ihr? Ihr guckt nur. Aber mal was tun. So nicht. Also, denkt an meine Worte.